Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ark Asa. Schön, dass ihr wieder damit dabei seid. Ich habe ein bisschen am Server rumgespielt, ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich habe die Stackgröße geändert auf quasi mal 5. Und ich habe es geschafft, Dino-Wipe zu machen, was jetzt anscheinend nicht so einfach ist inzwischen. So dass wir jetzt maximal Tames von 150 hier auf der Insel haben. Und ich würde ganz gern direkt mit euch anfangen zu schauen, ob wir einen neuen Pete finden. Weil das Ding, der Kevin hier, zwar okay ist, 39 für den Anfang, aber wir brauchen da noch ein bisschen was Höheres, damit wir mobiler sind. Und dann steht es als nächstes an, dass wir erstmal ein bisschen was bauen. Und hier ist ein Biberdamm. Den würde ich jetzt gerade nochmal außen vor lassen. Wir haben gerade schon mal geguckt. Die Spawns sind auf jeden Fall wieder da. Nach dem Dino-Wipe. Wir hatten eben auch schon Pete gesehen. Ich glaube, das maximale Level war 85, was wir gesehen haben. Was für ein Anfang besser ist als der hier. Bisschen mehr Stamina. Damit kommen wir, glaube ich, relativ gut klar. Mal schauen, ob wir ihn wiederfinden. Bin sehr gespannt. Denn hier alle 3 Meter sich hinzusetzen, ist nicht angenehm. Wir haben noch 2 Bolas. So, da haben wir einen Pete. Level 5. Level 90. 90 ist doch mal was Angenehmes. Jetzt muss der nur noch runterkommen. Mögen Sie sich bitte setzen. Ich würde Sie gerne tamen wollen. Wir können schon mal hier auf Betäubungsfalle gehen. Der will nicht runterkommen. Der will einfach nicht runter. Da hinten ist auch noch einer. Level 20. Und da hinten ist ein Job. Mit Ring. Ich glaube, dann fliegen wir erstmal dahin. Bis der hier mal gelandet ist, dauert es wahrscheinlich noch ewig. Das ist der erste Ringdrop. Hat man bisher auch noch nicht. Im Blau. Oh, wow. Terrorbird-Sattel. Manta. Die Karotten würde ich mitnehmen. Was auch nochmal? Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die Wolle brauchen wir jetzt nicht. Und das Fleisch auch nicht. Boah, natürlich sind wir überladen. So, Pete, magst du mal bitte runterkommen? Ich würde dich gern sämen wollen. Oh, danke. Hörst auf mich. Aber warte noch, bis ich da bin. Eins. Zwei. Sehr cool. Der liegt. Warum zeigt denn jetzt nicht automatisch an? Was ist denn das jetzt hier alles? Dino Group All. Tracking List. Dino Groups. Was ist denn los mit dir? Gut, wir brauchen auf jeden Fall Prime, damit es schneller geht. Bist du der 85er? Nee. Du bist nur Level 10. Hast du ein Baby? Du hast kein Baby, ne? Du bist 85. Kommst du bitte runter? Ja, genau, dich meine ich. Dann halt so. Cool, damit hätten wir 2 Pizza vielleicht gleich. Wenn wir irgendwoher jetzt Prime Meat bekommen. Wir sind immer noch zu schwer, ne? Rare Flowers können wir erstmal wegwerfen. Das hilft nochmal. Am besten wäre jetzt ein Baby.
Klingt blöd, aber wir müssen ein Baby töten. Dodo. Ist ja nur ein Baby-Dodo. Nein. Beile. Wechseln. Da, Baby. Bleib stehen. Deine Mutter hat dich verlassen. Ich sag doch, deine Mutter hat dich verlassen. Geh weg, Kompi. Dafür kriegst du nochmal das Fleisch. Okay, also das 5er-Stacken bei dem Meat hat schon mal nicht geklappt. Was aber nicht so schlimm ist, bei Prime finde ich es nicht ganz so schlimm. Aber ich frage mich, wieso er jetzt nicht trackt. Das hat doch beim letzten Mal geklappt. Wieso trackst du nicht? Tracking ist all tames. Tames in progress. Oh, hallo Raptor. 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 Er zeigt sie immer noch nicht an. Da ist Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt brauchst. Oh, das geht schnell. Sehr gut. Also Taming-Einstellung selbst mit so einem 90er geht ganz gut. So, wo ist der andere jetzt? Ah. Kann wohl nicht wahr sein. Tame in progress. Irgendwie. Zeigt das mir noch nicht richtig an. Aber dann müsst ihr hier vorne gewesen sein. Ach, bin ich mal wieder so blind. Da. Ach, du bist ja gleich fertig. Wie oft musst du noch essen? Einmal. Tja, da muss ich nochmal rüber gucken, wie das jetzt ist mit dem Anzeigen. Wir haben ein bisschen Nebel. Cool, dann haben wir gleich zwei neue Pizzas. Das ist schon mal sehr gut. Da können wir ein bisschen mehr mit rumspielen und rumgucken. Anstatt mit Kevin hier. Tut mir leid, aber zu gebrauchen bist du nicht wirklich. Tame in progress. Enable. Ah. Einmal außen anmachen.
Kann wahrscheinlich sein, dass ich es bei mir jedes Mal jetzt machen muss. So, wie viel Food hast du noch? Das sehe ich sogar von hier aus. Das ist ja geil. Also zumindest ein Stück sehe ich es. Aber wir müssen fast gleichzeitig fertig sein. 60, wann frisst du? Gleich bei 50? Wenn ihm 50 Nahrung fehlt? Dann check mal, wer da ein bisschen mehr Gewicht hat. Dann kriegt der mal ein, zwei Level noch dazu. Wir kriegen vielleicht ein, zwei Level dazu. Ja, wir haben jetzt 250 Leben, das reicht. Ausdauer 150, dann gehen wir am besten weiter in Gewicht. Wir sind Level 41. Hm, da gibt es den Wassertank. Oh, du bist fertig. 134, das ist doch schon mal ein schöneres Level. 180 Gewicht. Zu. 150 immerhin. Komm mit, Kevin. Oh, du hast viel, viel mehr Ausdauer. Sehr schön, das ist schon etwas angenehmer. Du bist auch gleich fertig. Du bist ein Weibchen, ne? Wie nennen wir dich denn? Petra? So, und du hast 172 Gewicht, nicht viel mehr. Aber du bist ein Männchen. Oh, da bist du, Paul. Sehr schön, wir haben neue Tames. Komm mit, Paul. Jetzt blockt mich bitte nicht. Oh, wir haben einen Drop. Ich mag Drops. Wieso läufst du weg? Ach du Scheiße. 64 Metal. Das war mir irgendwie klar, dass du es nicht tragen kannst. Komm mit, wir laufen. Also. Wir versuchen zu laufen. Ist nicht weit. Das schaffen wir. Oh, Biber. Ja. So ein Biber-Zähm am Anfang wäre, glaube ich, auch big, ne? Aber der braucht, glaube ich, viele. Viele Narkos, ne? Können wir gleich mal gucken. Erstmal versuchen wir, das hier alles safe in die Base zu bringen. Oh Gott, hier geht's nicht hoch. Haben es gleich geschafft. Da kommt ein gelber Drop runter. Den können wir gleich noch nicht looten. Das ist 45. Da ist noch ein Pete. 40. Ja, wir werden demnächst auch mal schön was erkunden, aber das würde ich am liebsten zu Fuß machen wollen und nicht in der Luft, weil ich glaube, dann sehen wir einfach zu wenig. Ja, hierher bitte.
Achso. Ich war ja zu fett. 64 Metall ist schon sehr, sehr big. Wir haben eine Brust. Caprosuchus-Sattel. Pelagornis. Paracer, 65 Armor. Und eine Harpune. Was? Das kann da rein, das kann da rein, das da. Das mit den Stacks ist wesentlich angenehmer. Jetzt flattert ihr aber die ganze Zeit hier rum, oder was? Wir waren passiv. Passiv. Okay, Kevin ist da wieder oben gelandet. Und Paul will nicht. Und Petra folgt mir noch. So, du kommst mal hier hin. Gibst mir den Sattel wieder. Hey! Sekunde, wir müssen was trinken. Petra, was machst du denn da? War ich die hellste Kerze, ne? Da ist noch ein Pete. Das Level nicht gesehen. ...35. So. Dich konnte man noch nicht öffnen, ne? ...45. Schade. Naja, es kommt noch. So, als wir vorhin hier ganz kurz gescoutet haben, habe ich hier von ein Kanu gesehen. Das fand ich auch noch relativ interessant, so für einen Start. Oh, hallo. War Petor. Welches Level hast du denn eigentlich? 60. Boah, wir haben ja gar keine Ausdauer. Komm schon, lass mir. Land for me. Ist er jetzt hier vorn? Er wurde einfach von einem Dino getötet. Könnten wir eigentlich schon Kanu-Sattel überhaupt machen? Guano. Kanu. Ne, können wir nicht. Castro. Boah, das. Warte mal. Was war das? 61. Ja, da lohnt sich der Biber doch gar nicht zu fahren. Kanu dann auch nicht. Aber wir könnten den Kanu einfach schon mal legen und mitnehmen, ne? Wenn er hier noch ist. Aber scheinbar nicht. Ist wohl abgehauen. Schade eigentlich. Das wäre was Feines gewesen. Nur für den Start so ein Kanu. Ich meine, die sind ja auch relativ einfach zu zähmen, ne? Dann könnten wir uns doch jetzt mal um den Biberdamm kümmern, oder? Ich möchte mal eine Sache probieren. Ich mag diesen Fotomodus einfach. Der ist echt cool.
Das Stackholz holen wir uns gleich. Wenn wir irgendwann in der Base ankommen. Nur noch ein paar Stunden, dann sind wir da. Oh, wir brauchen echt was fürs Gewicht, ne? Dass wir das tragen können. Ich wollte auch nicht irgendwie das Gewicht noch extra hochsetzen. Finde ich ein bisschen langweilig. Ich finde, die Stacks reichen. Das, für das Stack finde ich einfach nur für die Übersicht. Finde ich es besser. Lass mich durch. Dankeschön. Das Holz hätte ich schon noch ganz gern, denn wir wollen ja bald bauen, ne? Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt? Ich glaube, das reicht nicht mal, um alles mitzunehmen. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Busch. Das ist nicht mein Ghillie-Suit. Ich habe Flügel. Erstmal ein Stückchen trinken. Nach trinken. Das war zu viel. Nö, wir können nicht mehr so viel mitnehmen. Au. Lauf! Lauf! Der Biber ist langsamer. Guck mal, das heißt, ich wollte es auch gleich noch holen. Bisschen umständlich, was wir jetzt machen, aber. Irgendwas greift da. Eine Basis an. Oh, der Biber ist gestorben. Dann können wir dich ja gleich noch abbauen. Ich glaube, den müssen wir jetzt auch töten. Gehen auf die Jagd. Auf mein Holztor zu beschädigen. Hast du keine Headshot-Box? Headshot-Hitbox? Headshot-Hitbox. Oh, du hältst sowas aus. Wow. Na komm, wir können schon mal zum Biber dann gehen beide. Aha. Ich gewinne. Du hast also vielleicht so ein paar Pfeile im Maul. Genau, flieh. Nein, du sollst fliehen, sage ich. Hundertfünfzig. No. Oh no. Oh wow. Oh nö, den werde ich nie wieder finden, 150er Biber. Das ist so klar, ne? Den hätte ich wahrscheinlich so schnell eh nicht zähmen können. Oh gut. Ich habe keine Bolas. Sekunde, ich muss Bolas holen. Da bist du dran. Stein. Das. Das.
Machen wir mal 4 Stück. Sollte erstmal ausreichen. Zumindest für den Anfang. Der kommt doch wieder irgendwo aus dem Busch gesprungen. Parasaurus. Hallo? Apetor. Guck mal, so dreht er langsam. So dreht er schnell. Ganz ehrlich, ich würde dich auch mit Nymphus Hyde, ne? Da haben wir kaum was da. Klapp. Wie die zusammenklappen, ey. Oh, jetzt habe ich das letzte Wasser getrunken. Da läuft einer weg. Kann man ja einpacken, ne? Der kippt doch noch um. Komm schon. Sehr schön. Das ist der Raptor? Ein Patchy. Das sieht echt schön aus hier. Man muss noch ein bisschen aufräumen. Wir werden jetzt gleich mal eine ganze Menge Zeug zusammenfarmen. So dass wir beim nächsten Mal so ein bisschen die Base bauen können. Das möchte ich als nächstes machen. Oh, jetzt muss ich wieder Tracking anmachen, ne? Das leckt jedes Mal. All Tames. Nee. Teams in Progress. Ich sehe es schon wieder nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aber juckt mich gerade nicht so. Oh, wir haben wieder ein bisschen Kot. Ich habe nämlich. Muss mich hier um meine Pflanze kümmern, meine erste. Ich habe sie einfach aufgestellt. Mittelgroßes Beet. Kartoffeln. Oh. Wir sollten ein paar Bayern farmen. Lässt du mich durch? Oh, komm schon. Echt jetzt? Echt jetzt? Muss man hier alles in Ruhe umpacken, ne? Irgendwer hat da unten was gefressen. Hast du mal einen Tame gefressen? Wir nehmen nochmal andere mit. Sicher ist sicher. Nee, wurde noch nicht angeknabbert.
Ach so, okay, wir sind schon bei 20%. Und du hast noch Hunger? Cool. Können wir den nämlich auch wieder testen, was der jetzt für Einstellungen hat mit den Turrets und so. Also Turret-Einstellung. So, dann können wir mal schauen. Ich will hier so auf der Ecke vielleicht mit der Rundung sogar zusammen ganz gern so die Crafting Area bauen wollen. Am besten in so einem Bogen. So wie so ein Stoppschild. So ein Achteck, Neuneck, Zehneck, wie auch immer. Dann quasi eine Treppe hier runter und hier unten soll die Küche dann so sein. Grob. Das ist so meine Vorstellung, die ich bisher habe. Natürlich verdurste ich jetzt. Trinken. Und essen. Ganz wichtig. Und dafür müssen wir eine Menge farmen. Was können wir denn noch machen mit dem Metall? Longneck, Nahkampf. Wir könnten eine Pike machen. Dafür fehlt nur Holz. Da haben wir ja ein bisschen was. Da hinein. Aber brauchen wir eine Pike? Die kostet, die ist so wieder voll mit Gewicht. Ich habe einmal davor geglitscht. Ganz witzig. Wir lassen sie erstmal noch weg. Wir sammeln erstmal einen Code hier auf. Pflanzen erstmal das Beet. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt farmen und streamen. Und beim nächsten Mal. Vielleicht setzen wir schon das Fundament und bauen den Rest dann zusammen auf. Dass man ein grobes Gerüst hat und das hoffentlich dann auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber ja, so würde ich es so belassen, ne? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.